Was solltest du in der sechsten Klasse zu Dezimalzahlen auf alle Fälle können? Nun, genau das sehen wir uns in diesem Video an. Es geht also erst einmal um die Grundlagen, danach sehen wir uns die Stellenwerttafel an und dann die Umwandlung Dezimalzahl in Bruch bzw. umgekehrt Bruch in Dezimalzahl. Fangen wir mal mit den Grundlagen an. So, was ist eine Dezimalzahl? Nun, der ein oder andere wird sich noch an den Zahlenstrahl erinnern. Also hier vorne war eine 0 und dann hat man gezählt 1, 2, 3, 4 und so weiter. 1, 2, 3, 4 und so weiter, das sind natürliche Zahlen oder ganze Zahlen. Was passiert allerdings, wenn eine Zahl zwischen 1 und 2 liegen soll? Also eine Größenangabe ist größer als 1, aber kleiner als 2. Mehr als 1 Meter, allerdings weniger als 2 Meter, um mal ein Beispiel zu nennen. Auch das muss man ja irgendwie in der Mathematik angeben können und das kann man mit einer Dezimalzahl, also einer Kommazahl machen. Also zwischen 1 und 2, genau in der Mitte zum Beispiel, also zwischen 1 und 2, genau in der Mitte, da liegt zum Beispiel 1,5. Das heißt ein Ganzes und dann noch ein Teil da davon. Wie kann man das Ganze verstehen? Nun, ich habe zwischen 1 und 2 das Ganze hier mal groß rausgezeichnet. Also hier ist 1 und hier ist 2. Und ich habe das Ganze in 10 gleich große Teile gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann kann man Folgendes machen. Der erste Strich, das ist dann 1,1, dann 1,2. 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9. So, und das direkt hinter dem Komma, das ist die Zehntelstelle. Hier ist also 1,1, 1,2 und so weiter, 1,9 und von 1,9 noch ein Zehntel weiter, das ist dann 2. Wir gehen also bei Dezimalzahlen her und geben Anteile an etwas Ganzem nochmal dazu. Jeder Strich hier ist ein Zehntel, das heißt, die 1,5 würde dann hier liegen. Oder wenn, also das hier ist 1,5. Oder wenn jetzt jemand sagt, okay, 1,2, das wäre dann hier. 1,2. Oder die 1,2 hier oben hingezeichnet, das wäre dann hier. Also hier wäre 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 und hier ist dann 1,5. Das heißt, die Stelle hinter dem Komma, das ist die Zehntelstelle. Machen wir es noch ein bisschen genauer, gehen wir noch eine Stelle weiter nach hinten. Sagen wir mal, eine Zahl würde zwischen 1,7 und 1,8 liegen. Also 1,7 und 1,8, irgendwo da dazwischen. Ich habe es jetzt auch nochmal größer herausgezeichnet. Hier soll jetzt 1,7 sein und hier 1,8. Dann ist hier 1,71. 1,72, 1,73, 1,74, 1,75, 1,76, 1,77. Machen wir das mal als Beispiel, 1,77. Also wenn der Pfeil hier drauf wäre, dann hätten wir 1,77. Die hintere 7, das ist jetzt die Hundertstelstelle. 1,77 würde bedeuten, wir wären hier. Also zwischen 1,7 und 1,8 und zwar etwas weiter hinten und zwar das hier im Vergleich zu das hier. 1,77 läge hier oder läge dann etwa hier. Die Stelle direkt nach dem Komma ist die Zehntelstelle und danach, das ist dann die Hundertstelstelle. Danach würde Tausendstelstelle kommen, Zehntausendstel und so weiter. Wie funktioniert das mit der Stellenwerttafel? Nun, hier hinten schreibe ich einmal die Dezimalzahl hin, also die Kommazahl, und die soll hier in diese Tabelle eingetragen werden. Hier, wo der rote Strich ist,
Das ist unser Komma dann bei der Zahl. Davor haben wir, wie man das von der Stellenwerttafel kennt, eine, Zehne, Hunderte und Tausende. Und nach dem Komma, also die nächste Stelle nach dem Komma, die nächste Zahl nach dem Komma, das ist dann die Zehntelstelle. Danach kommt die Hundertstelstelle und hier hinten die Tausendstelstelle. Nehmen wir als Beispiel mal 3,21. Also das Komma, das ist der rote Strich hier, also zwischen dem großen E und dem kleinen Z. Eine und Zehntel. Also hier vor haben wir also noch die 3. 3 Einer, das ist unser Komma. Bei der Zehntelstelle haben wir eine 2 und bei der Hundertstelstelle haben wir eine 1. Also ist das 3,21. Anderes Beispiel, 10,34. Also die Kommastelle, also der Kommabereich ist hier. Hier ist das Komma, da wo der rote Strich ist. Davor dann die 0 und davor die 1. Also 1 Zehner, 0 Einer. Das Komma und dann 3 Zehntel und 4 Hundertstel. Nehmen wir als nächstes 5,002. Also hier das Komma, davor die 5, dann nach dem Komma 2 Nullen, also kein Zehntel, kein Hundertstel, aber 2000stel. Ganz wichtig, hier, das sind immer Nuller. Oder hier vorne auch immer Nuller, die muss man allerdings nicht unbedingt hinschreiben. Nehmen wir noch eine etwas größere Zahl, 328,1. Also nach dem Komma hätten wir eine 1, vor dem Komma 8, 2, 3. Also 3 Hunderte, 2 Zehner, 8 Einer und ein Zehntel. Wie gesagt, wer noch mag, kann hier hinten auch noch mit Nullen ergänzen und hier drüben auch noch mit Nullen ergänzen. Also man kann auch sagen 0 Hundertstel, 0 Tausendstel, also ein Zehntel, 0 Hundertstel, 0 Tausendstel. So, endliche Dezimalzahl in Bruch. Das hier sind endliche Dezimalzahlen, das sind also Kommazahlen, Komma, 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 die irgendwann enden. Also nicht unendlich viele Stellen hinter dem Komma haben, sondern irgendwann enden. Und das nicht, weil man einfach die Stellen hinten dran weggelassen hat, sondern weil es einfach keine weiteren Stellen mehr gibt. Also das sind endliche Dezimalzahlen und die sollen jetzt in einen Bruch umgewandelt werden. Also Bruch, ne, Zähler, Bruchstrich, Nenner. Sowas in der Richtung. Und wie funktioniert das Ganze? Und das machen wir folgendermaßen. Die Zahl, die wir da stehen haben, schreiben wir erst einmal ohne Komma nochmal nebendran. Also 1,5439. Lassen wir einfach das Komma weg. 1,5439. 6,7, also 6,7. Und 0,078, also wäre das 0,078. Wobei die beiden Nullen am Anfang, die können wir uns sparen. Kannst du stehen lassen, kannst du wegmachen. Ich finde sie nicht schön, also machen wir sie einfach weg. Dann Bruchstrich. Bruchstrich, Bruchstrich, Bruchstrich. Und in den Nenner eine 1 schreiben. 1, 1, 1. Und jetzt so viele Nullen hinten dran, wie wir Stellen nach dem Komma haben. Also hier haben wir 1, 2, 3, 4 Stellen nach dem Komma. Also 1, 2, 3, 4 Nullen. 6,7 haben wir eine Stelle hinter dem Komma, also eine Null.
Und bei 0,078 haben wir 1, 2, 3 Stellen nach dem Komma, also 3 Nullen. Ja, das war die Umwandlung. Also endliche Dezimalzahl in Bruch umwandeln bedeutet, die Zahl ohne Komma nochmal hinschreiben. Das ist unser Zähler. Dann den Bruchstrich machen, eine 1 in den Nenner schreiben und dann so viele Nullen ergänzen, wie wir Stellen nach dem Komma haben. So, was ist eine rein periodische Dezimalzahl? Nun, das ist eine Kommazahl, also Komma, 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 wo die Periode direkt nach dem Komma anfängt. Kann man hier vielleicht noch ein kleines bisschen deutlicher schreiben. Die Periode fängt direkt nach dem Komma an, also auf der Zehntelstelle. So, und wie kann man jetzt so eine rein periodische Dezimalzahl in einen Bruch umwandeln? Nun, das geht folgendermaßen. Wir nehmen erst einmal die Zahl, die vor dem Komma steht und schreiben sie hin. Also hier eine 0, hier eine 2 und hier unten eine 8. Dahinter ein Pluszeichen. Und jetzt schreiben wir das in den Zähler eines Bruches, was wir hier unter der Periode haben. Also hier haben wir 333. 333. Hier haben wir 42 nach dem Komma. Und hier haben wir 9417. 9417. So, soll ja ein Bruch geben. Also Bruchstrich, Bruchstrich, Bruchstrich. Und jetzt kommen so viele Neunen in den Nenner, wie wir hier Stellen haben. Also hier haben wir 1, 2, 3 Stellen, also 3 Neuner. Hier haben wir 2 Stellen nach dem Komma, 1, 2, also 2 Neuner. Hier haben wir 4 Stellen nach dem Komma, also 1, 2, 3, 4, also 4 Neuner. 4 Neuner. So. Ist gleich. Also hier gibt es die Möglichkeit, erstmal das hier vorne wegzulassen. 0 plus ändert ja nichts. Also 333, 999. Kann man kürzen. Und zwar 333 mal 3 ergibt ja 999. Also wäre das ein Drittel einfach. Hier wird es ein bisschen schwieriger. Ist gleich. Und zwar müssen wir das Ganze in einen Bruch zusammenfassen. Hier haben wir schon einen Bruch. Jetzt wäre es ideal, wenn wir hier aus der 2 auch einen Bruch machen würden mit 99 im Nenner, damit wir einfach addieren können. Und das geht folgendermaßen. Wir nehmen die 2 mal 99 durch 99. So, die 99 würden sich herauskürzen, 2 übrig bleiben. So haben wir allerdings einen Bruch mit 99 im Nenner. Plus 42 99stel ist gleich. Jetzt hole ich mal meinen Taschenrechner. Ich bin nicht verrechne. Also, das hier vorne wären jetzt 198 99stel. Also 2 mal 99 sind 198 99stel. Plus 42 99stel. Plus 42 sind dann 240 99stel. Selbes Spiel hier. Ist gleich. So, wir brauchen jetzt die 9999 hier im Nenner als Bruch bei der 8. Also nehmen wir 8 mal 9999 durch 9999 plus 9417 durch 99. So, also 8 mal 9999 sind 79.992 plus 9417 sind also 89.409 im Zähler durch 9.999 im Nenner. So, also eine gemischt periodische Dezimalzahl.
erkennst du an folgendem. Also es ist eine Kommazahl, Komma, Komma. Die periodische, also der periodische Anteil fängt allerdings nicht direkt nach dem Komma an, sondern es gibt erst einmal einen nicht-periodischen Anteil. Also hier einfach die 1 und hier die 4, 7, die sind nicht periodisch. Und das, was dann hinten dran kommt, also in dem Fall die 3, 4 oder die 8, 1, das ist dann der periodische Anteil. Wie rechnet man das Ganze jetzt in einen Bruch um? Nun, da macht man Folgendes. Wir haben hier eine Stelle hinter dem Komma, die nicht periodisch ist. Das heißt, wir rechnen jetzt erst einmal mal 10 und da haben dann dadurch 21, Periode 3, 4. Und hier, also das war mal 10, ich notiere es hier mal, mal 10. Und hier mache ich mal 100, denn hier haben wir zwei Stellen hinter dem Komma. Also machen wir hieraus 47, und 8, 1 ist dann periodisch. Also hier eine Stelle nach dem Komma, die keine Periode ist. Hier zwei Stellen nach dem Komma, die keine Periode ist. Die wollen wir wegbekommen. Das heißt hier mal 10 und hier mal 100. Das heißt, jetzt haben wir eine rein periodische Dezimalzahl. Die wandeln wir um. Ist gleich. So, das vor dem Komma bleibt einfach stehen. Also hier eine 21 und hier eine 47. Dann ein Pluszeichen dahinter. Und das, was wir nach dem Komma haben, was periodisch ist, schreiben wir in einen Bruch, und zwar hier in den Zähler. Hier haben wir 3, 4, also plus 3, 4. Und hier haben wir 8, 1, also 8, 1. Dann, das Ganze ist ja ein Bruch, also Bruchstrich. Und in den Nenner kommen jetzt so viele Neuner, wie wir aktuell hier Stellen hinter dem Komma angegeben haben. Also hier sind es 1, 2 Stellen hinter dem Komma, also 2 Neuner. Und hier sind es auch 2 Stellen hinter dem Komma, also 2 Neuner. So, und um das Ganze jetzt umzuwandeln, also alles in einen Bruch zu bekommen, müssen wir die 21 noch in einen Bruch umwandeln, der 99 im Nenner hat. Das ist ganz einfach, also die 21 nehmen, mal 99 durch 99 plus eben die 34 99stel. Also die Zahl nehmen, mal den Nenner durch den Nenner. Und ja, das fassen wir gleich zusammen. Ich mache es hier drüben aber auch erst nochmal. Also hier die 47 nehmen, mal dem Nenner hier 99 durch den Nenner. Plus eben die 81 99stel. Jetzt rechnen wir das Ganze mal zusammen. Taschenrechner. Also 21 mal 99 haben wir. 21 mal 99 sind 2079. Plus unsere 34 sind 2113 99stel. Hier. Und hier drüben 47 mal 99 plus 81 sind 4734 99stel. So, jetzt hätten wir das hier umgewandelt, also 21,3, also Periode 3, 4. Wir wollen allerdings hier 2,1 Periode 3, 4 umrechnen. Also machen wir hier Folgendes, wir haben hier mal 10 gerechnet, also müssen wir hier noch durch 10 rechnen. Ich mache es mal in einer anderen Farbe. Also, wir haben 2, 1, 1, 3 durch 99 und wir hatten hier mal 10, durch 10 bedeutet, den Nenner 10 mal größer machen. Das hier ist also der Bruch hiervon. Und hier haben wir noch 4734 99stel. Wir hatten hier mal 100 gemacht, also müssen wir jetzt durch 100 machen. Heißt, hier kommen noch zwei Nullen dran. So, also Umwandlung von einem Bruch in eine Dezimalzahl. Wir haben hier Brüche. 1, 2, 3, 4.
und möchten diese in eine Kommazahl umwandeln. Wie funktioniert das Ganze? Nun fangen wir ganz einfach an. 4 halbe, also 4 durch 2. Das hier, also diesen Bruch, kann man auch als Geteiltaufgabe einfach schreiben. 4 durch 2 und 4 durch 2, naja, das ist 2. Wer mag, kann das Ganze, also das Ergebnis, auch noch als Kommazahl schreiben. 2 ist dasselbe wie 2,0. So, also man kann einen Bruch in eine Geteilaufgabe, eine Divisionsaufgabe umwandeln und ausrechnen. In dem Fall hier war das noch ganz einfach. Nächste Möglichkeit ist dann zum Beispiel 6 Zehntel. 6 im Zähler, Bruchstrich 10 im Nenner. Also 6 Zehntel ist dasselbe wie 6 durch 10. So, kann man entweder mit der schriftlichen Division ausrechnen, machen wir hier drüben gleich auch nochmal, oder wer das weiß, 6 durch 10 ist 0,6. 0,6. Wie gesagt, wie man das schriftlich rechnet, machen wir gleich hier drüben nochmal. Also 6 Zehntel ist gleich 6 durch 10 gleich 0,6. So, dann 15 Viertel. Hier machen wir jetzt wirklich mal die schriftliche Division, also 15 durch 4. 15 durch 4. So, wie oft geht die 4 in die 15 rein? Nun, 3 mal geht das Ganze rein. Warum? Nun, 3 mal 4, das ergibt 12. Das geht noch in die 15 rein. 4 würde zu groß sein. 4 mal 4 ergibt 16. Naja, 16 ist größer als 15. Also, 3 mal geht das Ganze rein. Und jetzt zurückrechnen. 3 mal 4 ist 12. 12. Also, wir hatten, wie oft geht die 4 in die 15 rein? 3 mal. Und dann zurückmultiplizieren. 3 mal 4 ist 12. Das Ganze subtrahieren wir jetzt. 15 minus 12 ergibt 3. 15 minus 12 ergibt 3. Wir haben nach der 5 hier keine weitere Stelle mehr. Allerdings haben wir hier noch eine Zahl stehen, also keine 0. Daher setzen wir im Ergebnis ein Komma, und ziehen uns noch trotzdem eine und denken uns noch eine zusätzliche 0 sozusagen dazu. So, jetzt, wie oft geht die 4 in die 30 rein? Und das geht 7 mal. 7. 7 mal 4 ist 28. So, subtrahieren wir wieder. 30 minus 28 bleibt 2 übrig. Und wir ziehen uns wieder eine 0. Wie oft geht die 4 in die 20 rein? Nun genau 5 mal. 5 mal 4 ist 20. Und ja, da bleibt jetzt nichts mehr übrig. Also 15 Viertel ist 15 durch 4 ist gleich 3,75. So, ich wische das mal gerade jetzt hier weg. Und dann machen wir noch gerade das letzte Beispiel. 62 Fünfzehntel. Also 62 durch 15. Wie oft geht die 15 in die 62 rein? Nun, 15, 30, 45, 60. Also 4 mal. Zurückmultiplizieren. 4 mal 15 ist 60. Wir subtrahieren das Ganze. 62 minus 60 ist 2. Wir haben keine weitere Stelle hier mehr, daher Komma im Ergebnis. Und wir ziehen uns noch eine 0 dazu. Wie oft geht die 15 in die 20 rein? Nun, einmal. Einmal 15 ist 15. Wir subtrahieren. Bleibt eine 5 übrig. Und wir holen uns wieder eine 0 dazu. Wie oft geht die 15 in die 50 rein? Nun, das geht dreimal. Dann 3 mal 15 ist 45. Wir subtrahieren. 50 minus 45 bleibt eine 5 übrig. Wir holen uns wieder eine 0 dazu. Und ja, wie oft geht jetzt die 15 in die 50 rein? Auch wieder dreimal. Zurückrechnen. 3 mal 15 ist 45. Und wie du jetzt hier sehen kannst, wiederholt sich das Ganze. Also hier ist wieder eine 5 übrig. Das heißt, die 3 wiederholt sich immer wieder. Daher können wir das andeuten mit einem
Strich über der 3. Und das bedeutet, diese Zahl ist periodisch. Das heißt, hier kommen unendlich viele Dreier hinten dran. Ich heiße Dennis. In Lernvideos wie diesem hier und auf meinem Kanal bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. Falls du noch mehr zu Bruch in Dezimalzahl bzw. den Themen rundherum lernen möchtest, dann schau hier gerne mal in die Endcard rein. Dort werde ich dir weitere passende Videos verlinken. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.